Mandy mixt in Eisenach Tradition und Innovation. Rani, von wo bist du? From Syria. Von Syrien? Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ist toll. Schmeckt's? Was ich halt vermisse, ist die Würze. Ist aber scheiße. Würzfleisch ohne Würze ist Fleisch. Hier gibt's voll auf die... Die Kresse. Im Schwabenland hätten wir gesagt, Kresse vergesse. Zu streng, zu lasch, wie werten die Wirte? Wenn er mit der Gabel einmal nur drauf gehen würde, würden wir sehen, wie dieser paradiesische Knödel ganz normal aus dem Pfanner fallen würde. Das Finale im Thüringer Wald steigt in Eisenach. Mit 35 von 40 Punkten führt die Fieber-Nougat-Welt. Zieht Mandy mit der Esplanade heute daran vorbei? In Eisenach hat Luther das Neue Testament übersetzt. Spricht man hier die Tellersprache, die Spitzenkoch Mike Süßer gefällt? Ja, so schaut ein Finale aus bei meinem Lokal Dino Karl. Und jetzt geht's zu unserer Mandy. Information ist spannend. 20 Jahre Gastroerfahrung, ne? Das ist mal Wissen pur, würde ich sagen. Und eines noch, sie hat jetzt einen nagelneuen Laden seit mehreren Monaten. Das schaue ich mir an. Und sie hat eine Essensüberraschung für mich. Also, ich habe keinen Schimmer, was da kommt. Mitten in der Altstadt am Residenzhaus liegt das Restaurant mit Bar. Ich bin Mandy, bin 36, bin die Betriebsleiterin der Esplanade in Eisenach. Wir sind direkt in der Innenstadt auf dem Platz Esplanade. Platz hat die Esplanade im neu gestalteten Restaurantbereich für 54 Gäste. Wir haben das Restaurant sehr frisch eröffnet, im Mai 2019 erst, haben hier sehr viel umgebaut, überall unseren eigenen Akzent und unseren Stil eingebracht. Wir haben sehr auf den Bezug auch mit Eisenach geachtet, was man in der Deko hier sieht, und das gemischt mit unserem modernen Stil. Luther stand auf Brathering mit Erbsenpüree. Was kocht ihr so? Unser Küchenkonzept ist, dass wir so ein bisschen zweigleisig fahren. Wir haben einmal dieses typisch thüringische, wie eine hausgemachte Rinderroulade, Thüringer Klöße. Zudem haben wir auch für den geschmackvollen Gaumen auch eine etwas gehobenere Küche in Deutsch. Also irgendwas zwischen rustikal und Schnieke könnte Mike gefallen. Moin, moin, sagt der Norddeutsche. Und das im Thüringen. Morgen, Mike. Hi, darf man das sagen hier? Ja, ja, ich beobachte dich schon ein paar Tage. Das kriegst du noch nicht mit. So, Wettkampf geht weiter, und zwar bei dir. Ja, sehr gerne. Gastro-Coach Mike erwartet ein stimmiges Gesamtkonzept. So, jetzt sind wir hier in unserem Hauptrestaurant, der Esplanade. Ja, mal schick, ne, würde ich sagen, oder? Ja, alles ganz neu gemacht, neuen Fußboden verlegt, in unserem Geschmack eingerichtet. Ja, es ist modern gemacht, es ist trotzdem eine eigene Gestaltungsgeschichte. Ne? Dieses Graue, das muss man auch mögen. Manche würden sagen, es ist sehr, sehr, sehr glatt vielleicht auch. Du bist eine Vollprofi-Gastronomin, ne? Oder ja. Über 20 Jahre, oder was war das jetzt? Über 20 Jahre schon, ja. Das heißt, in welchen Bereichen hast du, also kommst du aus der Küche oder bist du aus dem Servicebereich? Nein, aus dem Service. Also ich habe in verschiedenen Lokalitäten gearbeitet. Angefangen hat es mit, wo man wirklich lernt zu arbeiten unter Stress. Dann kamen die Feinheiten so mit rein. Und ja, so stehen wir heute hier. Cool. In welche Richtung würdest du sagen, geht dieses Restaurant jetzt? Seid ihr im Fein-Dining-Bereich, wenn man schaut? Tischdecken, Servietten, das ist ja schon ein bisschen schicker, ne? Ja, also mit den Tischdecken, das war mir persönlich sehr wichtig. Wir hatten auch erst die Variante mit diesen Platzdeckchen. Ja. Aber ich denke, mit einer gehobenen Küche und wo wir auch ordentliche Preise für frische und regionale Küche auffahren, gehört sowas einfach dazu. Es sieht edler aus. Das hast du ordentlich was reingehauen, ne? Also frische, Regionalität, moderne Küche, gehoben. Oder? da ist alles dabei, würde ich sagen, ne? Also, ich ziehe mich irgendwo um und dann wird gekocht. So machen wir's. Bitte, wo geht's lang? Rani ist gelernter Koch und zeigt Mike heute, was er kann. Hallo. Das ist unser Chefkoch Rani. Rani, freut mich sehr. Oh, how are you? Englisch oder wie? Ja. Ja, er spricht leider nicht so perfekt Deutsch. Er versteht alles, aber er kann es leider noch nicht so wiedergeben. Das ist auch in Ordnung. Aber er kann kochen, das ist wichtig. Ja, das ist aber, kochen ist ganz wichtig. So, I have 10 points in my pocket. Ah, that's perfect. So. That's perfect, yeah. Okay, was für ein Gericht bekomme ich denn jetzt von euch? Du bekommst heute von uns den Thüringburger. Einen Thüringburger, ja, bin ich gespannt. Den haben wir selber entwickelt. In Thüringen ist ja typisch diese thüringische Bratwurst, wo die Touristen ja auch hinterher sind. Und wir haben daraus einen Burger gemacht. Sie baut jetzt im Gespräch die Thüringer Küche ein, das Moderne, ein bisschen das Gehobene. Und jetzt kriege ich einen Burger. Rani, von wo bist du? From Syria. Von Syrien? Ja. Wie ist es dazu gekommen? Das ist toll. Also wir haben früher, vor ein paar Jahren, schon sehr lange zusammengearbeitet. Wir sind immer gut miteinander klargekommen. Jeder hat seinen Job ordentlich gemacht. Ich wusste, wie er arbeitet.
Tja, und als die Idee hier zustande kam, habe ich ihn mit ins Boot geholt. Das, ja, das ist toll. Schöne Geschichte, finde ich. Also vorab jetzt mal. Und im Grunde genommen geht es doch nur um eines. Ich nehme doch auch nur Leute in einen neuen Betrieb mit, auf die ich mich verlassen kann, mit denen ich schon mal gearbeitet habe. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Ne? Man ist eingespielt etc. Macht einen total sympathischen Eindruck. Und jetzt machen wir Soße, oder? Richtig. Schön. Also das ist? So, this is honey with Senf. Mustard. Okay. Yeah. Honig, Senf und Öl sind die Basis für die Burgercreme. Was ist das, Rani? It's salt and sugar. Brauner Zucker, brauner Zucker, gell? Brown sugar, okay. And some normal, okay, salt. Machst du jetzt das mit Eigelb oder ohne? Ohne. Ohne. Without Eigelb. Ja. Okay. So, das ist Rani Mayo. Ja. Vegane Rani Mayo. Rani. Total tierfrei und hoffentlich tierisch lecker. So, das ist mal schnell gemacht. Ist einfach die Konsistenz natürlich über Senf, Öl, baut sich eine Emulsion auf, gell? Was geht's jetzt? Wie machen wir weiter? First I will put the French fries because it's taking time in the oil. Mmm, handgeschnippelte Pommes. So now we're gonna make the Zwiebel with the flour. Chefkoch Rani wälzt die Zwiebeln in Mehl. So werden sie beim Frittieren schön braun und knusprig. Dip, Pommes, Röstzwiebel, Haken, habe ich verstanden. Ja. Mich interessiert jetzt Thüringer Patty. So, ja, muss ich das sagen. Ja. Wohin? Dahin? Majoran, Kümmel und Knoblauch geben der Thüringer Bratwurst ihren typisch würzigen Geschmack. So, das ist also praktisch das Innenleben der Bratwurst. Ja, aber müsst ihr jetzt mal, also ich frage jetzt ganz banal, müsst ihr jetzt die Bratwurst kaufen und alles einzeln ausdrücken, oder kriegt ihr vom Metzger die? Nein, wir bekommen von dem Metzger, können wir das die Bratwurstmasse einfach so mitbestellen. Okay. Das ist genau das Gleiche, was in den Bratwürsten drin ist. Okay. Und wir bekommen das halt ohne den Darm geliefert. Das ist dann auch tatsächlich ein Brät vom Fleisch aus der Region, oder ist das, genau, weiß genau, man das? Kann man das nachvollziehen? Ja? Genau, das ist direkt das, was auch in der Thüringer Bratwurst drin ist. Und eine Thüringer Bratwurst hat Kultstatus, da das darf man nicht rumfuschen. Das ist klar. Das Ding wird jetzt gebraten, oder wie? Ja. Ich finde die Idee auf jeden Fall witzig. Jetzt können die Bürgerexperten ums Eck kommen und sagen, süßer, nur mit Beef, bla bla bla. Ne? Ich finde es wirklich gut. Aha, da ist was. Das ist ein Salat, okay. It's like a side dish for the burger. Kommt dazu, oder? Yes. Und Gurke. Jawohl. Das heißt, wir haben dann noch ein bisschen Cheddar. Yep. Wie beim Originalburger. Yep. Ja. Da läuft alles. Nicht, dass man was fehlt. Sorry. Was hältst du davon, wenn wir beide rausgehen? Mich interessiert deine Speisekarte noch mal. Gerne. Und du machst das fertig. Ich habe alles gesehen. Das Ding, ist klar. Käse drauf, Beilagen zusammen. Und schick machen, ne? Ein Cheeseburger mit Pommes ist ja eher ein Imbissgericht. Ob sich Spitzenkoch Mike damit zufrieden gibt, wo doch die Karte so vielversprechend ist. Ich finde die Karte von der Gestaltung die schönste dieser Woche bis jetzt. Schön, Leute. Aber deutsche Küche steht als erstes, ne? Richtig. Finde ich gut. Dann guten Appetit. Danke vielmals. Was ist das da? Ist das ein Kartoffelrösti? Ja. Ja. Okay. Thüringer Bratwurst im Burgerkostüm mit Pommes. Dafür hätte Mandy gerne 15,80 Euro und 10 Punkte. So, das ist eine richtig tolle Interpretation der Thüringer Rostbratwurst. Und tatsächlich beißt man rein und hat auch genau diesen Geschmack, den man erwartet von der Rostbratwurst. Der Dip mit Senf und mit Honig passt super. Ist aber grundsätzlich, das passt gut zu gebratenem Schweinefleisch, witzig. Röstzwiebeln ist alles da, noch ein bisschen der Crunch von dem kleinen Rösti. Der ist auch selbst gemacht? Oder? Ja. Ja? Ja. Kollege, komm her. Guter Burger, fein. Aber ihr müsst da noch was raushauen. Ne? Burger ist ein Burger, ja. Für das Ambiente muss noch schön ein bisschen Menü, ne? Das ist klar. Aber coole Nummer. Ne? Ab ins Finale. Mike Siegen habt ihr. Ja, wir sind beflügelt, wir sind guter Dinge. Wir werden jetzt noch mal richtig zeigen, was die Thüringer Karte hergibt und hoffen, dass alle am Ende zufrieden sind. Also aus einer Thüringer sowas Raffiniertes zu machen, finde ich schon mal richtig cool. Die Leute lernen mich langsam kennen, ne? Punkte mir aus dem Kreuzleim mit dem Burger. Auf diese Art und Weise ist es möglich. Aber ich schaue jetzt im Wettbewerb weiterhin genau zu, weil vorne auf der Karte steht deutsche Küche. Sie wollen in den gehobenen Bereich. Also müssen Sie das jetzt im Wettbewerb auch abliefern. Ne? Die Mitstreiter sind Kollegen und die werden da sicher drauf achten. Aber sonst, tolles Ding. Ich würde am liebsten in die Bar einen Cocktail schlürfen. Geht sich nicht aus? Ich muss weiter. Viel Spaß.